Zeit, Fräulein. Okay. Was passiert jetzt? Lasst falsche Hoffnung fahren. Vergesst, was gewesen. Es ist vollbracht. Wahnsinn hält Einzug. Spinnt den Irrwitz fort. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, weiter geht's bei Alice Madness Returns. Ich mach einfach weiter. Mit dir befasse ich mich später, Alice. Unseren grandiosen Plan hältst du niemals auf. Ja, der Siebenschläfer. Und der Hase. Was die wohl vorhaben? Ich weiß gar nicht. Sind die im Original, also im Buch? Oder halt in der Sendung auch irgendwie alliiert? Die zwei, weil der Hase ist ja immer der hektische, unpünktliche Typ, der immer auf seine Uhr guckt. Auf dem Siebenschläfer weiß ich jetzt gar nichts, ehrlich gesagt. Aber wir werden schon noch rausfinden. Oder vielleicht weiß ja einer von euch, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. So, wo den Hebel gedrückt. Betätigt eigentlich, ne? Drückt, tut man Knöpfe. Und das wären dann die Ärmchen. Flop, flop. Damit bauen wir unseren eigenen Hutmacher. Freue ich mich schon. Und rein damit. Das Wichtigste ist natürlich der Hut. Ich habe dich wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge starkt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder. Wundere mich, wie man Regeln misst. Mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. Ja, okay, er ist also doch kein Gegner. Der Hutmacher. Wie kommen wir jetzt hier rein? Das macht jetzt wenig Sinn. Plötzlich sind wir hier. An der Uhr. Aber gut. Ich habe nichts übersprungen. Das ist wirklich so. Einfach so ein Cut. Hier ist mal ein Schweinchen. Gib dem Schweinchen Pfeffer. Ja. Da steht da so eine Durchsage von dem Siebenschläfer und da unten ist ein Geschenk. Koab, den holen wir uns gleich. Boah, das waren richtig viele. Mal gucken. Ja, kommt Pfeffermühle. Mal ab.
Mama Upgrade, ja, Mama. Boah, das sieht richtig evil aus jetzt. Ich weiß nicht, ich merke jetzt keinen Unterschied. Kann sein, dass er länger schießt. Sieht auf jeden Fall anders aus jetzt. Alter. Aha, ich bin also richtig. Da der Hutmacher ist. Aber. Zuerst mal. Das ist giftig. Okay, darf ich nicht berühren. Zuerst will ich noch. Was will ich denn? Ach, darüber, genau. Komm, die Erinnerung. Papa, wegen deiner Liebe zur Fotografie stinkt die Bücherei nach verfaultem Obst. Und ich bin sicher, diese Lösungen sind giftig. Verfaultes Obst, das macht Sinn. Courage, Alice, ich krieg diese Tür schon auf. Aha. Uhrwerkbombe im Kampfgeschehen zu werfen. Hat diverse Vorteile. Aha. Die lenkt Feinde ab und das nehmen sie. Aha. Aha, ist Ablenkungsmanöver. Das ist aber schön. Dann machen wir das mal. Ha! Seid ihr dumm. Dann werden wir jetzt öfter mal die Ablenkungsbombe usen. Warum ist da noch immer ein Zielmarker, obwohl er kein Gegner mehr ist? Ah ja, die macht jetzt schon mehr Schaden. Die macht jetzt schon mehr Schaden. Jedenfalls. Schießt er? Schießt auf seine eigenen Leute. Ja, genau. War ein bisschen hektisch gerade. Oder? Seid mir nicht böse, wenn ich nicht kommentiere. Oh, Gott, oh Gott. Ich den jetzt nicht mehr klein. Hat doch sonst auch funktioniert. Ah, man kann also auch die Masken so zerstören. Man muss sie nicht direkt immer. Man muss sie halt treffen. Messer ist halt einfacher, weil da trifft man leichter. Alter, komm. Ich sterbe jetzt bestimmt nicht wegen dir. Ich nehme auch nicht den Modus. So. Nee, ich will den Modus nicht aktivieren. Kriege ich dein Leben zurück? Probieren wir mal kurz. Nee, kriege ich kein Leben zurück, ne? Ja, dann warten wir, bis er ausgelaufen ist. Das Schalter. Ne, es sind keine Schalter, oder? Die roten Dinger. Ne, es sind nur so Embleme. Ja, den hätte ich mir aufbewahren sollen, den Trigger. Aber ich werde doch bestimmt gleich geheilt irgendwie. Oder? Heilung? Da oben ist Heilung. Fühlt sich an wie ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's?
Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Aha, ja, wenigstens hilft er uns. Sprengpilz. Erstmal hier rein, bis wir voll sind. Was haben wir hier? Hasen? Eine Pfeffermühle. Und der Laberkopf da unten. Komm schon, heil mal ein bisschen schneller. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. So, raus wieder. Jetzt geht's weiter. Docker, 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 docker. Genau. Du hast es oben. Jo. Da ist noch ein Zähnchen. Wir brauchen jeden Zahn, Leute. Die Upgrades sind überlebenswichtig. Da doch schießen. Ah, da ist was. Da ist was. Oh, bum, bum, bum. Ah, jetzt. So, da gleich durch. Wieso kann man da auf das Podest nicht hoch? Ich verstehe das nicht. Was? Nein, da will ich gar nicht. Stand da oben. Hutmacher unten. Hutmacher unten. Ja. Was soll ich jetzt hier? Ah, Bombe hier. Ah, okay, okay, okay. Komm. Da ist der Hutmacher. Jo, dann drücken wir mal. Gucken, was passiert. Siehst du, so einfach ist? Kommt schon rein. Krass. Zug, Leute, was ist los? Wir haben den Grund des Bebens gefunden, aber warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg, ihr seid zu spät. Diese Arroganz, diese abscheulichen Tischmanieren, sie sind die Zerstörer des Wunderlands. Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend. Haben sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient. Lass mich sofort runter. Ich soll... Genug Palaver. Kampfzeit, Fräulein. Okay. Was passiert jetzt? Lasst falsche Hoffnungen fahren. Vergesst, was gewesen. Es ist vollbracht. Wahnsinn hält Einzug. Spinnt den Irrwitz fort. Ja, toll. Ah! Leute. Oh nein! Ah, nein! Gut gemacht, Hutmacher. Nein! Meine kostbare Domäne! Und die Gäste! Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft! Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen! Wann fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir! Sofort! Jetzt ist keine Zeit für deine Themen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nicht mehr oder näher an die Spiegellinie betrieben.
Komm schon, Leute, wir können trotzdem Freunde sein. Ich habe einen schönen Dajibi. Trinkt, trinkt! Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir, du hast es versprochen. Bitte den, der denen hilft, die sich selber helfen. Sein. Kernig formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinke gleich im Team. Und Ignoranz. Jo, was geht da ab? Ja, jetzt geht's weiter. Ich schätze mal, wir sind in der Realität jetzt wieder. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Gelobt sein Allerheiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehm sie mit in die Mangled Mermaid und mit mir im Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, hä? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Was? Im Dunkeln lässt sich's gut rumpeln? Echt jetzt? Dein Ernst? Also, hallo, die ist vielleicht... Wie alt ist sie? 16 oder? Maximal, ne? Alter, nein. Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. So. Ziemliche Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Gibt's Arbeit? Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Weiß nicht, was du meinst. Bin die Wohltätigkeit in Person, wenn ich dafür nichts tun muss. Also die Leute sprechen per Gedankenübertragung, denn ihre Münder bewegen sich nicht. Der sagt gar nichts, der guckt sich nur den Boden an. Ja, egal, ich inspiziere das jetzt nicht alles genauso. Ja, hier gibt's Fisch, frischen Fisch. Lecker, lecker. Lecker, geh weg. Ich wollte das nicht. Wollte ich gar nicht. So, kann ich ins Wasser fallen? Nein, kann ich nicht. Schade das. Dann müssen wir wohl hier weiter. Komm, wir schleichen uns hinten raus. Kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Okay, klingt nach einem Plan. Die Mangled Mermaid. Was heißt das übersetzt? Warte mal kurz. Mangel. Verstümmelt. Aha. Die verstümmelte Meerjungfrau. Jetzt haben wir's. Dann besuchen wir jetzt die verstümmelte Meerjungfrau. Oder auch nicht. Komme ich da gar nicht rein? Ach da. Zuerst mal vielleicht mit dem reden. Und was guckst du so? Nasenmann. Hier, Saufmann. Der schläft. Sieht ja sehr nett aus, die verstümmelte Meerjungfrau. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Jetzt sagt sie nichts mehr, ne? Jetzt sagen sie nichts mehr. Er ist auch hübsch, die Dame. Für den Vergleich sind wir noch frisch und knackig, ne? So, was gibt's hier? Aha. Der Walross, Mann. Komm. Wo ist mein Geld? Netter Junge. Schick diese netten Mädchen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpfeif dich, du netter Junge. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine netten Mädchen mir schulden, du nettes Mädchen. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was ne nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Also was die an Schimpfwörtern sagen. Kriege ich bestimmt einen Strike. Ah, da würde ich schon was machen irgendwie. Ja gut, da kann man also rein. Dann gehen wir da rein.
jetzt sind wir drin in der verstümmelten Meerjungfrau. Das klang irgendwie falsch. Wird doch geschlachtet. Dann 30. Okay. Scheiß Hals am Schneider. Na gut. Alter. Ja, abgemacht. Lass meine Oma mit. Komm, ich geh einfach auf. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde. Sie hat nichts getan. Sie hat meine Gefühle verletzt. Hey. Man schlägt keine Frauen. Okay, Leute, anscheinend kommen wir jetzt wieder ins Wunderland, weil wir K.O. geschlagen wurden. Dachte ich mir schon. Alter, was für ein Auftritt, und da verabschiede ich mich auch schon wieder für diese Folge. Dankeschön fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir entdecken, was hier in Tundrafall so vor sich geht. Tschüss.